Oh, Dieter, was liegt an? Müller und Co. Ach ja. Ey, ich komme auch gleich ins Büro. Ich gehe noch mal kurz Zigaretten holen. Ich wollte ja eigentlich zum 1.1. aufhören zu rauchen, aber ich gehe noch mal schnell welche kaufen. Toller Vorsatz. Viel Erfolg dabei. Danke, danke. Wir sehen uns dann gleich im Büro. Bis gleich. Müller und Co. Bald Silvester. Vielleicht soll ich dieses Mal ein bisschen weniger auf Partys trinken. Jetzt. War doch letztes Jahr etwas peinlich, als ich vor allen Leuten so angeschwipst auf die Nase gefallen bin. Ob Heinz das wohl schaffen wird, mit dem Rauchen aufzuhören? Na, wenigstens versucht er es. Ich habe mir irgendwie noch gar keine Gedanken dazu gemacht, ob ich mir Vorsätze für das neue Jahr machen soll. Aber ich könnte ja danach klicken. Ach ja, warte mal. Vorsätze für das neue Ja, so, mal sehen, was Google dazu sagt. Ah, da ist schon was. Jetzt im Angebot. 10 Neujahrsvorsätze für nur einen Preis. Unbegrenzt haltbar und immer wieder verwertbar. Nur solange der Vorrat reicht. Na, das klingt ja gut. 122 Euro. Auch nicht schlecht. Sollte ich mal ausprobieren. Ab in den Warenkorb. Zur Kasse. Yes! Erledigt. Da bin ich mal gespannt. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer grandiosen Wahl. Diese Neujahrsvorsätze werden Ihr Ja, nein, Ihr Leben auf den Kopf stellen. Fangen Sie sogleich damit an und spüren Sie augenblicklich die Folgen. Oh, da bin ich wieder. Ja, Zigaretten habe ich bekommen. Jetzt wollen wir mal gucken. Was liegt denn heute noch an? Müller und Co. Alles sehr merkwürdig, du. Eine Werbefigur aus dem Computer stand plötzlich neben mir. Ja, ja, schon morgens nicht mehr nüchtern, ne? Habe doch nur Wasser getrunken. Bitte. Hä? Geht der Spuk jetzt auch bei mir los? Ich bin nichts Geringeres als der Zweifel. Lassen Sie mich in Ihr Leben und man wird Sie nie wieder übers Ohr hauen. Bleiben Sie den Menschen um sich herum fern. Sie können niemandem vertrauen. Jeder hat so seine Masken und seine schlechten Tage und Sie, Sie liebt sowieso keiner. Hören Sie im neuen Jahr auf den Zweifel in sich drin. Schützen Sie sich vor möglichen Reibereien. Werden Sie Einsiedler. Und dann haben Sie garantiert Ihren Frieden. Jetzt hast du es auch gesehen. Hier gehen merkwürdige Dinge vor. Jetzt lass uns mal arbeiten an Müller und Co. Und ob das mal so das Richtige war, bin mir da doch nicht so sicher. Was haben wir denn hier noch? Hochgeschätzter Kunde! Ich bin die Karriere. Wählen Sie mich als Motto für das neue Jahr. Und ich beschere Ihnen viel Geld, außerdem Ansehen und viel Arbeit. Nur 70 bis 100 Stunden Einsatz die Woche. Und kein Autowunsch bleibt
unerfüllt. Sind Sie auch selbst nicht mehr zu Hause, können Sie Ihrer Gattin dafür die beste Putzfrau und den Kindern die netteste Nanny bezahlen. Mit einem Upgrade von nur 1.122 Euro bekommen Sie sogar vergünstigt noch 3 weitere exklusive Neujahrsvorsätze zum Vorteilspreis hinzu. Alles für Ihre Karriere. 1.122 Euro. Nee, die habe ich im Moment nicht. Was kommt wohl als nächstes? Hallo, ich bin der perfekte Style. Schön. Denn wie du kommst gegangen, so wirst du empfangen. Denn Kleider machen Leute. Kaufe meine Kollektion von Hosenröcken, Unterröcken, Schottenröcken und du bist ein gemachter Mann. Zeig der Welt den Style, den sie noch nie gesehen hat. Und ernte die Bewunderung selbst der Models von dem Laufsteg. Jetzt ab Januar ein neues, einzigartiges Outfit und die Schlange der Fernsehreporter wird dir sicher sein. Ich weiß nicht, irgendwie klingt das alles so kalt und anstrengend. Ich habe das Gefühl, man wird hier übers Ohr gehauen. Oh Gott, gibt es denn gar nichts, was sich lohnt im neuen Jahr? Oh doch, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Spricht da jetzt auch noch Gott mit mir? Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Also folge mir nach. Wer bist du? Ich bin Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist in einem. Du hast mich doch gefragt, ob es denn gar nichts gibt, was sich im neuen Jahr wirklich lohnt. Wow, Gott? Gott, das klingt ja super, was du da sagst, aber was kostet das denn? Wen dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Man kann das nicht bezahlen. Man muss es als Geschenk von mir annehmen. Willst du jedoch etwas geben, freue ich mich über dein Herz. Lade mich ein, darin einzuziehen und mit dir zu leben, indem du jeden Tag mit mir sprichst. Schlag ein und du bist nie wieder allein. Nicht mehr Finsternis der Welt, dazu ewiges Leben, Gott im Herzen und nie wieder allein. Und das alles ganz umsonst. Das hört sich ja gut an. Genau sowas habe ich immer gesucht. Das nehme ich, aber sofort. Wow! Ich kann es kaum fassen. Danke Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wow! Das müssen wir gleich den anderen erzählen. Das gibt Gott ja wirklich. Ja, dann komm. Ja, los. Ach.